kennen sicher alle, haben vielleicht ihre Kindheit in diesem Park im besten Fall verlebt. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute fokussiert auf Klima- und Ressourceneffizienz zeigen, was machen wir entlang der Wertschöpfungskette. Aber wenn wir beim Kulturprozent sind oder auch bei Themen wie Klima, stellt sich natürlich immer die Frage, warum macht das die Migros? Und ich glaube, das ist eine Frage, die Sie sich wahrscheinlich auch stellen. Warum sollen wir uns für die Nachhaltigkeit überhaupt engagieren? Warum sind die Themen immer wichtiger? Und zwar nicht nur auf Fachebene, sondern warum sind sie auch in Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratssitzungen wichtig, dass man sie dort thematisiert? Das Wichtige ist sicher, wenn man sich für Nachhaltigkeit engagiert oder wenn man auch speziell den Bereich Klimaressourcenschonung nimmt, dass man es entlang der ganzen Wertschöpfungskette macht. Also wo kommen die Produkte, wie wird es hergestellt, was haben sie nachher auch im Laden bis hin zur Entsorgung und natürlich auch, wie werden die transportiert. Also es ist wirklich inklusive Mitarbeitenden und Kunden, sie müssen alle Aspekte von ihrem ihrer Geschäftstätigkeit müssen sie eigentlich involvieren, wenn sie einen relevanten Beitrag leisten für eine nachhaltige Entwicklung. Bei uns ist es so, dass wir eine Klima- und Energiestrategie 2020 haben. Das heisst, ganz konkret wollen wir 20% CO2 einsparen oder Treibhausgas generell. Wir wollen auch 10% Strom einsparen. Und gleichzeitig schauen wir mit Leuchtturmprojekten, gerade auch im Sortiment, schauen, wie wir auch zum Beispiel bei der Landwirtschaft oder bei einzelnen Produktherstellungen auch dort können Treibhausgas reduzieren können. In der Klimaplattform sind ja die unterschiedlichsten Firmen dabei, alle engagieren sich. Und ich finde es wichtig, dass man sich austauscht, weil irgendwo ist irgendjemand, der etwas besser macht, als man es selber macht. Und wenn man davon erfahren kann, kann man profitieren und das im eigenen Betrieb auch umsetzen. Ja, also ich finde die Klimaplattform eine sehr gute Sache. Es ist etwas, wo die Wirtschaft sich näher kommt in einem speziellen Thema, nämlich der Ökologie. Und das kann uns eigentlich allen nur gut tun. Von fast jeder Branche gibt es Kontakt. Und das heisst für mich eben auch, jede Branche macht sich durchaus Gedanken über ökologische Lösungen. Und das ist selbstverständlich auch für uns interessant. Die Energieeffizienz ist etwas Wichtiges. Wir müssen schauen, dass unsere Nachkommen auf der Erde auch leben können. Der wichtigste Akteur ist jeder Einzelne. Wenn jeder Einzelne für sich schaut, was er machen kann, dass er unsere Welt nicht kaputt macht. Aber die Unternehmen haben sicher eine grosse Verantwortung, dass man auch hier effizient probiert umzugehen mit der Energie. Nebst der Politik, die sehr viel verspricht, braucht es natürlich die Wirtschaft. Und die Wirtschaft, da braucht es die Stärksten. Und wenn die Stärksten mitmachen, dann sind die Chancen am besten, dass man eben die Ökoziele, die man beispielsweise im Kyoto-Protokoll mal festgelegt hat, dass man die eben auch erreichen kann. Die Wirtschaft ist aus meiner Sicht grüner mit der Politik, obwohl sich die sehr oft sehr gerne grün gibt. Aber wenn ich jetzt wieder schaue, eben da, was da für Leute kommen, wie sich die im Tagesgeschäft engagieren für die Energiezukunft, dann stelle ich fest, dass die die wesentlichen Schritte machen in eine gute Zukunft. Die wichtigsten Unternehmen sind Menschen. Das fängt hier im Herz an und hier im Kopf. Müssen wir bereit sein und sagen, wir müssen etwas machen. Und dann tut sich das auch in die Unternehmen hineintragen. Und wenn eine Unternehmung etwas macht, dann müssen wir alle mitnehmen, die im Unternehmen sind. Man kann nicht nur raus die Farbe wechseln und sagen, wir sind jetzt grün. Und es geht nicht. Wir müssen die Menschen mitnehmen.